I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. Und das ist ein Weihnachtshit. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von How to Make a Weihnachtshit. Letzten Sonntag am ersten Advent hatte ich ja schon mit euch über die Textebene für den Weihnachtshit gesprochen. Also was für Wörter man so braucht, also so Schlagwörter oder Motive, Themen, was unbedingt in einem Weihnachtshit vorkommen muss. Und viele von euch haben sich ja in den Kommentaren schon gemeldet und ihre drei Weihnachtsbegriffe geschrieben. Vielen Dank schon mal dafür. Ja, ich war derweil natürlich auch nicht untätig und habe aus euren drei Schlagworten und ein bisschen was von meinem Material habe ich einen Text zusammengebastelt. Ich habe die deutschen Worte ins Englische übersetzt, weil wir wollen unseren Weihnachtshit ja möglichst international landen, damit am Ende nicht nur die Glöckchen, sondern auch die Kassen klingeln. What a merry good time, and it is Christmas. What a merry good time, and it is Christmas. Lights shining bright, there is music tonight, and you give me a kiss under the mistletoe. Christmas time's gonna bring the love tonight. The snowflakes fall, and the sparkling eyes of children saying it's gonna be all right. Everyone is singing side by side. Oh, let our hearts be open, singing songs of hope then. What a merry good time, and it is Christmas. What a merry good time, and it is Christmas. What a merry good time, and it is Christmas. The families gather wherever you see. Lots of things under the Christmas tree. Santa's singing a joyful melody. And if you have a look inside your heart, you're gonna realize Christmas is coming tonight. Ja, simpel, aber eben genauso simpel und eingänglich, wie man es von einem Christmas-Hit, von einem Weihnachtshit erwartet. Kommen wir also zur zweiten Lektion, der Musik. Also, zugegeben, Musik komponieren ist jetzt nicht so einfach wie aus einem Text, also wie aus weihnachtlichen Stichwörtern einen Text zu schreiben. Aber ich zeige euch heute trotzdem, wie man mit ein paar kleinen Kniffen und Tricks einen richtigen Weihnachtshit landen kann. Fragen wir uns zuerst, was sind unsere Vorbilder? Und da will ich mal zwei Arten von Musik, von Weihnachtshits unterteilen. Da sind einmal die Klassiker, wie zum Beispiel Jingle Bell Rock von Bobby Helms. Das kennt ihr wahrscheinlich, ne? Hier. Papada, Jingle Bell. Oder Rocking Around the Christmas Tree von Johnny Marks und Brenda Lee. Der Song, der ist übrigens 2008, ist der viertmeist kommerziell gedownloadeste Christmas-Weihnachtshit weltweit gewesen. Oder auch White Christmas von hier Bing Crosby hat es gesungen und von Irving Berlin. Das sind die Songs, die in den 40er und 50er Jahren komponiert worden sind. Und wir werden jetzt versuchen, mit unserem Song die Eingängigkeit von diesen Songs anzuzapfen. Aber wie machen wir das? Songwriting unterliegt ja gewissen Trends. Und diese drei Songs teilen sich etwas, was heute kaum noch verwendet wird. Und zwar das 2-5-1-Schema. Was ist das? Dabei geht es um das Verhältnis der Akkorde einer Tonart zueinander. Also hier mal ein Beispiel in der Tonart C. Da gibt es die folgenden Töne. C, D, E. Die sind da drin. Und das Schema 2-5-1, das entspräche dann zum Beispiel den Akkorden D-Moll, G7 und C. Ah. Und der löst auf am Ende. Also der C-Akkord ist der auflöst, der die Harmonie herstellt und die anderen beiden davor sind sozusagen die kleine Reise dahin. Letztens haben wir ja auch noch über einige andere Weihnachtsklassiker-Hits gesprochen, Mariah Carey und Paul McCartney oder Slade. Und da fällt auf, dass die alle ein ziemlich hohes Tempo vorgeben. Also das ist erstmal gar nicht so ganz stille Nacht, sondern das ist eigentlich mehr so, das ist so richtig gut tanzbar. Wir suchen also einen Rhythmus irgendwo bei 150 BPM. Ein moderner Weihnachtshit ist eigentlich ziemlich paradox, weil er muss zwei grundsätzlich verschiedene Bedürfnisse erfüllen. Zwei gegensätzliche emotionale Zustände sozusagen. Er muss ein Upbeat sein, so Uplifting, so Spaß machen und vorwärts gehen. So. Aber gleichzeitig muss er ja auch so eine Prise Sentimentalität haben. Kurz vor der Grenze zur Melancholie balancieren. Und die Sehnsucht uns von uns allen nach Weihnachten und unserer Kindheit vermitteln.
Zum Glück haben wir da eine Geheimwaffe, einen magischen Akkord, der sowohl in Mariah Careys All I Want for Christmas als auch in Alvin Berlins Wild Christmas vorkommt. In der Tonart C klingt er dann ungefähr so. All I want for Christmas. Das ist er, das ist der magische Akkord. Das klingt einfach wie das ist, als würde einem das Herz schmelzen. Ich weiß nicht, ich kann es nicht beschreiben. Das ist der Weihnachtshit-Akkord. Here's you. Yeah! So, und was braucht man noch für so einen Weihnachtshit? Also vielleicht so ein paar Klischees eigentlich, ne? Ein paar Bläser. Chöre. Und dann für den klaren, kalten, winterlichen Sound Glocken. Alle Arten von Glocken. Weniger ist nicht mehr, sondern mehr ist mehr. Ja, und dann macht man einfach so den Klassiker, ne? Also Intro, Strophe, Refrain, Bridge, Refrain, Refrain, Refrain und dann nochmal ein Key Change. Das war's dann schon. Und wie das alles zusammenklingt, das zeige ich euch dann nächsten Sonntag. Da kümmern wir uns dann auch um die Frage, wie man das so wie man so einen Weihnachtshit marketingtechnisch auch, wie man das so angeht, also wie man den bekannt macht, also so Tie-In und Marketingkonzept und so weiter. Und um dem Ganzen hier noch so ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, könnt ihr das Video natürlich gerne liken, kommentieren, teilen. Ihr könnt uns auf YouTube abonnieren. Und bis dahin wünsche ich euch allen einen schönen zweiten Advent.